Warum lächelt der Mensch eigentlich so häufig? Im Gespräch, in Geschäften, auf der Straße, in Gesellschaft, in 100 verschiedenen Situationen. Ist der Mensch etwa ein besonders freundliches Wesen? Die Verhaltensforschung, liebe Zuschauer, hat viele Beispiele parat, die das genaue Gegenteil zu beweisen scheinen. Dass nämlich bei Menschen aggressives Verhalten stärker ausgebildet ist als Freundlichkeit und Nächstenliebe. Darum ist das Lächeln von besonderem Interesse. Es erfüllt eine wichtige Funktion. Bei unseren ausgedehnten Reisen filmten wir Menschen aller Rassen, jeder Hautfarbe und Herkunft. Dabei stießen wir immer wieder auf dieses besondere Gesichtssignal, das wir Lächeln nennen. Die von uns gefilmten Menschen wussten nicht, dass sie gefilmt wurden. Also war ihr Lächeln echt und unbeeinflusst. Unsere Deutungen orientierten sich so an völlig dokumentarischem Material. Wir sind in dieser Welt, wie ein englischer Psychologe sagte, brennende Opfer auf dem Scheiterhaufen, die durch die Flammen hindurch Signale geben. Das Lächeln ist ein Signal, das manches Feuer zu löschen vermag. Noch erkennt man nichts. Und plötzlich ist es da, das Lächeln. Unvorbereitet, unangemeldet. So wie wenn die Sonne unverhofft aus den Wolken tritt. Das überraschendste, stärkste, unbesiegbarste Gesichtszeichen des Menschen. Der Mensch öffnet den Mund, fletscht die Zähne, aber durchaus nicht als Signal der Drohung. Das Lächeln ist die einladendste und freundlichste Gesichtsbewegung aller Menschen dieser Welt. Es ist überall gleich und es wird überall gleich richtig gedeutet und verstanden. Es gibt genug Missverständnisse, wenn sich zwei Menschen begegnen und ansehen. Doch wenn sich ihr Blick mit einem Lächeln verbindet, dann schafft das eine gemeinsame Basis zwischen ihnen, was immer sie voneinander wollen. Das Lächeln gehört den Alten am Ende des Lebens. Es sagt, tut mir nicht zu leide, ich bin alt und schwach. Und es gehört den Jungen, die sich erst überzeugen müssen, welche Kraft und Macht es hat. Ein Lächeln entsteht wie ein flüchtiger Gedanke und ist schon vorüber. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln drückt Besitz und Stolz aus. Ein Lächeln kann ein Bedürfnis übermitteln, wie bei dieser Karamajong-Frau, die um Hilfe für ihr krankes Kind bittet. Und ein Lächeln kann unausgesprochen sagen, es tut mir leid, verzeihen Sie, aber ich verstehe das einfach nicht. Viele, die zu meiner versteckten Kamera hinsahen, zeigten sich lächelnd interessiert. Manche ließen ein Lächeln mit einem ersten misstrauischen Unterton erkennen. Wieder andere genierten sich, lachten, drehten sich weg. Dieses Lächeln einer japanischen Schauspielerin, bewusst eingesetzt, soll ein verhaltenes, ein verschämtes Lächeln sein. Das Lächeln der frohen Erwartung, das Lächeln der Sympathie. Am klassischen japanischen Theater, wo die Frau stets von einem Mann dargestellt wird, darf ihre Sympathie kaum zu erkennen sein. Das Lächeln muss überaus zart, der Mund verdeckt sein. Nur der Blick darf verraten, wem die Sympathie gilt.
Dieses Lächeln ist sicher ein Lächeln des Behagens. Es mag auch ein Lächeln der Schadenfreude sein. Der chinesische Kuli scheint es jedenfalls zu genießen. Diesem jungen Asiaten ist anzusehen, dass das, was er mit seinem höflichen, anerzogenen Lächeln verneinen muss, ihm durchaus nicht angenehm ist. Ein Lächeln kann breit sein und dastehen wie ein Plakat. Und es kann die Länge eines Atemzuges haben. Ein Lächeln wird buchstäblich an- und ausgeknipst. Dann brennt es einen winzigen Augenblick lang, nur für den Bruchteil einer einzigen Sekunde. Wehe, wenn ein Lächeln beginnt, geringschätzig zu werden. Es dauert dann nicht lange und es zeigt den Ausdruck von Arroganz und Überheblichkeit, wie bei diesem Pygmäen. In ihrem Tanz verspotteten und verhöhnten sie uns. Sie hatten dafür, dass wir sie filmen durften, einen hohen Preis gefordert. Dieses hier ist ein Lächeln angenehmer Erwartung und gespannter Aufmerksamkeit. Und auch mit dem Gesichtsausdruck der Gier, des Triumphes, des möglichen Sieges, kann das Lächeln eine Verbindung eingehen. Es gibt ein Lächeln, das so zart ist, dass es sich nur an den geschwungenen Mundwinkeln verrät. Und es gibt ein rücksichtsloses, sarkastisches Lächeln. Ein Lächeln kann im Gesicht eines Menschen erblühen wie eine Blume. Und wenn das Lächeln, das eben noch seine Umgebung verzauberte, erlischt, dann ist es, wie wenn die Seele sich verdunkelt. Ein ganz verinnerlichtes, vergeistigtes Lächeln, das ist nur schwer zu filmen, wie hier. Wenn ein Lächeln gezwungen, nicht ganz echt ist, oder auch wenn es sich geniert, das ist einfach zu haben. Es ist eigentlich seltsam, ein Lächeln tritt auch auf, wenn sich Menschen ein wenig ängstigen, und mit diesem ihrem Lächeln die Angst herunterspielen. Ein flüchtiges Wort, eine Bemerkung kann ein Lächeln auslösen. Und wenn ein Lächeln auf einem Gesicht erscheint, wie alt es auch immer ist, verschönt es das Gesicht. Wenn jemand wie diese chinesische Gemüsehändlerin so wütend ist, dann kann man sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht nur schwer vorstellen. Und doch gibt es das, nur wenige Minuten später. Es genügt, wenn in einem uns zugewandten, fremden Gesicht das vertraute Zeichen des Lächelns entsteht. Gleich fühlen wir uns viel wohler. Auch ein Gesicht, das uns auf den ersten Blick nicht anzieht, gewinnt sofort, wenn ein Lächeln darin auftaucht, unsere Sympathie. Es ist wie wenn ein Zauberstab das menschliche Gesicht berührte. Und ein Junge, mit dessen Intelligenz es offenbar nicht allzu weit her ist, lässt uns dies sofort vergessen, wenn er lächelt.
Wie ist das Lächeln eigentlich entstanden? Ich glaube, eines der ursprünglichsten Lächeln war jenes der guten Laune. Wer gut gelaunt ist, schaut gut in den Tag, und wer seine Umgebung strahlend anschaut, dessen Lächeln wirkt ansteckend. Dieser Gesichtsausdruck ist überall in der Welt gleich. Ob wir unsere Kamera im hohen Norden unbemerkt auf Lappen richten, im Land der Mitternachtssonne, oder auf Japaner im Land der aufgehenden Sonne, in Europa und im tiefsten Afrika, überall lacht der Mensch, wenn es ihm gut geht. Der Missmutige sieht finster in die Welt. Seine Mundwinkel hängen herab, seine Stimmung ist schlecht. Er sondert sich ab und ist allein. Der Gutgelaunte lässt uns wissen, es geht ihm gut. Er fühlt sich wohl in unserer Gesellschaft. Wie uns das mürrische, verschlossene Gesicht abstößt, so nimmt uns das frohe, entgegenkommende Gesicht gefangen. Ein solches Lächeln, gepaart mit Charme, nimmt uns für seine Besitzerin ein. Welche ungeheure Bedeutung ein freundliches Gesicht haben kann, das lernt der Mensch dort, wo eine sprachliche Verständigung nicht möglich ist. Ein einfaches kleines Lächeln wird dann zum ersten Brückenpfeiler. Wir erlebten das in Afrika, als wir fern von jeder Zivilisation Stämme filmten, die noch sehr ursprünglich leben, was nicht immer ganz ungefährlich war. Über die Sprache gab es hier keinerlei Verständigung. Der Gesichtsausdruck der Eingeborenen wurde für uns zum einzigen Wegweiser. Zwei einsame Europäer, die sich mit Kamera und Gerät einem Dorf nähern, sind durchaus nicht immer willkommen. Der ärgerliche Gesichtsausdruck dieses Afrikaners verheißt uns nichts Gutes und lässt uns vorsichtig sein. Das Entblößen der Eckzähne ist ein Signal aus der Zeit unserer Urvorfahren, kein gutes Signal. Wir mussten recht vorsichtig sein, ehe wir unsere Kamera aufbauten, obwohl wir vorgaben, etwas ganz anderes zu filmen. Erst wenn ein Lächeln auftauchte, wussten wir, dass man sich mit unserem Tun abfand, dass wir hier Freunde gewonnen hatten. Man war also einverstanden, dass wir Gräser und Hausmauern filmten. Niemand ahnte, dass wir durch unseren Spiegel sie selbst aufnahmen. Zu allem Neuen gehört ein gewisser Mut, eine Portion Entschlossenheit und Unbekümmertheit. Gehen wir davon aus, dass der Mensch das unberechenbarste und gefährlichste Lebewesen ist. Dass er innerhalb der einzelnen Kulturgemeinschaften zwar durch Gesetze und Lebensformen in gewisse Bahnen gelenkt wird, dass aber an seinem Gesicht nicht ohne weiteres abzulesen ist, ob er sich auch wirklich an diese Gesetze, Ordnungen und Umgangsformen hält. Fehlt das Lächeln, dann haben wir keinerlei Anhaltspunkt, wie es um den betreffenden Menschen steht. Das Verhalten bleibt völlig unvoraussagbar.
Nur einem Partner gegenüber ist das Verhalten einigermaßen voraussagbar. Dem eigenen Kind gegenüber. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn das Kind, das die Eltern in Liebe und gewohnter Pflichterfüllung aufziehen, ist im Grunde nichts anderes als eine zusätzliche Arbeit, Bürde und Last. Kein anderes Lebewesen braucht so lange, bis es erwachsen ist und auf eigenen Füßen stehen kann. Allzu lang braucht das Kind die Geduld und Liebe der Mutter und auch der sonstigen Umwelt. Es gibt kein Lebewesen, dessen Eltern so viel Zeit und Mühe aufwenden müssen, damit am Ende ein Geschöpf daraus wird, das sein Leben selbstständig führen kann. Die Natur hat das Kind mit Waffen ausgerüstet, damit seine Eltern diese langwierige Prozedur aushalten. Die erste Waffe des Kindes ist seine hilflose Form und Gestalt, die es uns unmöglich macht, diesem Wesen etwas zuleide zu tun. Der Anblick dieser Hilflosigkeit weckt unseren Beschützerinstinkt. So rücksichtslos der Mensch auch ist, dem Kind gegenüber hat er ein weiches Herz. Die zweite Waffe des Kindes sind seine Tränen. Damit hat es uns in der Hand. Die Tränen der Kinder dieser Welt bewegen diese Welt. Wer wollte einem solchen verzweifelten Wesen nicht helfen? Welche Gesellschaft wollte es ausstoßen? Die dritte und stärkste Waffe des Kindes jedoch ist sein Lächeln. Dieses Lächeln, das schon der Säugling zeigt, wenn er gestillt ist, ist die schönste Belohnung für die Mutter. Später lernt das heranwachsende Kind, seine todsichere Waffe noch besser zu gebrauchen und schießt sie ab wie einen Pfeil. Das Kind findet bald heraus, was es sich alles erlauben kann und was es alles erreichen kann mit seinem Lächeln. Das Kind ist durchaus nicht so hilflos, wie es scheint. Seine Gestalt, seine Tränen und sein Lächeln sind höchst wirkungsvolle Waffen. Am Lächeln der Mutter wiederum erkennt das Kind, ob alles in Ordnung ist. Wenn sie oder die Großmutter lächeln, dann heißt das, alles ist gut, mach so weiter. Wir sind hier ganz in deiner Nähe, dir kann nichts geschehen. Während dieses Lächeln ein eher gezwungenes ist, ist das Lächeln der Eltern aufmunternd und stolz. Es begleitet das Kind, ist sein Wegweiser, seine Sicherheit.
Im weiteren Verlauf der Entwicklung lernt dann das Kind die Welt der Erwachsenen kennen. Lernt, dass es gut ist, sich artig und freundlich den Eltern und der Umgebung gegenüber zu verhalten. Innerhalb der menschlichen Gesellschaft hat das Lächeln die wichtige Bedeutung gewonnen. Es löst Sympathie bei den Mitmenschen aus, wirkt im Falle eines Streites beschwichtigend. Es überträgt frohe und freundliche Stimmung. Wenn dieser arabische Gurkenhändler lächelt, während er seine Ware anpreist, dann will er auf diese Weise Kundschaft anlocken. Wenn in unseren Breiten eine Frau merkt, dass sie beobachtet wird, dann setzt sie schnell ein hübsches Lächeln auf. Wenn Menschen im Gespräch in dem Moment, wo sie sich trennen, lächeln, dann ist das eine Rückversicherung dafür, dass einer dem anderen freundlich gesonnen bleiben wird. Wenn zwei Frauen sich anlächeln, dann mag das bedeuten, dass sie die Probleme der anderen verstehen, weil sie Geschlechtsgenossinnen sind. Und wenn Menschen sich fotografieren lassen und dabei lächeln, dann gilt dieses Lächeln sicher den vielen Bekannten und Verwandten, die dieses Foto eines Tages sehen werden. Analysiert man das bunte Gewimmel der menschlichen Gemeinschaften, dann stößt man immer wieder auf dieses Problem. Selbst wenn Menschen so dicht gedrängt sind, dass sie einander mit den Schultern berühren, dürfen sie doch nicht ohne weiteres miteinander sprechen. In den meisten Kulturen ist das erst erlaubt, wenn ein Dritter sie miteinander bekannt gemacht hat. Die Vermittlung eines Dritten ist also erforderlich, um eine unsichtbare Trennwand zu beseitigen. So frei sich der Mensch zu bewegen scheint, so sind doch zwischen ihm und seinesgleichen zahlreiche unsichtbare Trennwände errichtet. Sie beruhen auf den in den verschiedenen Kulturkreisen gültigen Konventionen, und obwohl sie völlig unsichtbar sind, sind sie hart wie Stein. Herkunft, Hautfarbe, Rangordnung, Intelligenz oder Zugehörigkeit zu einer Religion schaffen unsichtbare Barrieren, die oft kaum zu durchbrechen sind. Das Lächeln dringt quer durch diese Wände hindurch. Denn um einander zuzulächeln, braucht man nicht durch einen Dritten vorgestellt zu sein. Auf welchen Signalen beruht Kokettieren? Wir lassen es uns vorspielen. Ein Zuwenden des Kopfes und ein vages Zulächeln, eine Art von Ermunterung, dann ein verschämtes Abwenden, und eine weitere Ermunterung. Eine Schauspielerin vom Wiener Burgtheater hat für Koketterie das in ihrem Repertoire. In unbeobachteter Aufnahme dieses feine Augenzeichen festzuhalten, gelang bei einer Französin. Und nochmals bei einem Mädchen in Samoa. Ein zartes Lächeln, dann das einladende Zeichen der Augen. Wir wollten auch wissen, wie die Reaktion auf dieses Zeichen aussieht. Also kokettierte einer von uns mit den Mädchen, auf die unser Spiegelobjektiv gerichtet war. Es gelang uns so, manches Lächeln auf manches Antlitz zu zaubern. Den jungen afrikanischen Mädchen liegt das Flirten schon im Blut,
Sie können es besonders gut. Manche zeigten sich erstaunt oder sogar etwas indigniert. Bei diesen Primitivvölkern ist die Frau noch ein eher archaisches Wesen. Sie lebt in ihre Tradition verwurzelt, wagt ihre Gefühle nur auszudrücken, wenn sie sich auf ihre Kinder beziehen. Der Mann und Krieger ist demgegenüber freier, draufgängerischer. Wir begegneten hier manchen Gesten, wie sie junge Mädchen auch bei uns in Europa eigen sind. Hier verschämtes Wegwenden. Und hier hatten wir wirklich Erfolg. Hier hatte der Pfeil unseres Zulächelns getroffen. Wechsel der Szene, Japan. Im Zeitraffer sieht man gut, wie oft das Lächeln bei diesem Pärchen aufblitzt. Es beeinflusst den Partner, stimuliert und aktiviert ihn und verstärkt so das gemeinsame Band der Zuneigung. Aus 1001 echten oder gespielten Lächeln ist das subtile Gewebe der menschlichen Beziehungen geknüpft.